Funktioniert es eigentlich, dass man ein Brettspiel komplett blind einfach mal anfängt zu spielen und zu schauen, ob man das irgendwie hinbekommt? Genau das finden wir heute heraus. Asmodee hat vor kurzem das Expertenspiel Terraforming Mars auf Epic gebracht. Epic sagt dem einen oder anderen vielleicht was jetzt durch Fall Guys. Es ist auf jeden Fall ein Client, worüber man Spiele spielen kann am PC. Dort gibt es jetzt seit neuestem auch das Spiel Terraforming Mars und zum Release gab es das kostenlos, also habe ich mir das natürlich selbstverständlich direkt geschnappt. Und zusammen mit meinem Mod Q-Fuchs haben wir einfach mal im Stream eine Stunde Terraforming Mars getestet, ohne auch nur irgendwas von diesem Spiel zu kennen. Keiner von uns beiden hat das Spiel jemals auch nur ansatzweise analog gespielt und wir haben uns nicht die Regeln vorher angeschaut. Einfach mal um zu schauen, wenn wir jetzt online gehen, da sind ja die Regeln irgendwo implementiert. Also ich kann nirgendwo ein Plättchen legen, wo es nicht machbar ist. Ich kann keine Karte ausspielen, die nicht funktioniert. Dadurch, dass das alles am PC die Regeln quasi da drin sind. Und wir wollten einfach mal schauen, können wir eine Runde Terraforming Mars spielen und dabei vielleicht sogar tatsächlich irgendeine anständige Strategie entwickeln und irgendwie auf Ziele hinarbeiten, obwohl wir noch gar nicht wissen, was überhaupt das Ziel von dem ganzen Spiel ist. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen, ohne überhaupt zu wissen, was wir da machen? Und noch viel wichtiger, können wir nach der ersten blinden Runde danach vielleicht tatsächlich sogar ein Spiel analog spielen, weil wir die Regeln so sehr verinnerlicht haben, dass wir das jetzt perfekt beherrschen? Finden wir es doch einfach raus. Ich habe mir heute ganz liebe Unterstützung geholt, und zwar den lieben Q. Hallo! Hallo. Q, spielt das heute mit mir mit. Du kennst das Spiel auch noch gar nicht, ne? Gar nicht. Ich habe vorhin bei den Aufnahmen nur beim Tutorial die ersten 6 Seiten gelesen und dann habe ich wieder abgebrochen. Genau. Ich bin völlig unverblümt. Gut, wir sind jetzt hier quasi im Hauptmenü und wir spielen das heute online. Ich kann das gegen andere Spieler spielen und lokal kann ich es aber auch gegen die KI spielen. Aber wir machen jetzt heute mal ein privates Spiel. Okay. Das okay. Hat begonnen. Möchtest du dem Spiel jetzt beitreten? Ja. Okay. Wähle deinen Konzern. Anfängerkonzern. Oh, das ja. ist ein gewöhnlicher Konzern, der gewöhnliche Dinge tut. Es gibt keine besonderen Effekte oder Aktionen, die ausgeführt werden können. Dieser Konzern ist ein guter Start, falls du den Mars zum ersten Mal terraformst. Also schon recht starke Fraktionen, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil ich mich beim Anfänger sehe. Ja, also wir machen jetzt beide erstmal den Anfänger und schauen mal, wie das so funktioniert. Also ich habe den Anfängerkonzern jetzt ausgewählt. Ja. Okay. Ich halte diese Karte. Okay. So, die sind jetzt alle ausgewählt. Ich habe jetzt Magnetfeldgenerator. Nee. Ah, okay. Wir können jetzt da draufklicken und können uns die dann quasi nochmal im Detail angucken. Ziehe ein Ozeanplättchen, ziehe 2 Karten. Erhalte, oh, da sind noch mehr. Okay. Genau, ich glaube bis zu 10 haben wir jetzt bekommen. Ich habe jetzt mal auf Fertig geklickt. Wir haben jetzt hier unsere Map. Ich habe die gerade mal alle einfach nur durchgeklickt, dass man sie alle mal gesehen hat. Irgendeiner von uns? Ah, ich glaube, ich kann anfangen. Oder bin ich? Ich bin dran, glaube ich. Weil bei mir steht das Wort passen neben meinem. Ah, okay. Zeit läuft und deine Zeit läuft nicht, richtig? Okay, dann ja. Wenn ich das so sehe, genau. Das ist Schach. Ich bin dran. Was tue ich? So. Okay, wir haben anscheinend auch nur 2 Stunden Zeit. Ja, was tue ich? Ich spiele Karte, glaube ich. Das ist schon witzig, so komplett ohne das Tutorial. Arktische Algen. Effekt: immer wenn ein Spieler ein Ozeanplätzchen platziert, erhältst du 2 Pflanzen. Ja, gut. Nutzen. Möchtest du diese Karte spielen? Ja. Also du musstest jetzt quasi erstmal eine Karte ausspielen. Also das war das Einzige, was ich erstmal klicken konnte. Ah, okay. Ich habe noch eine Karte ausgespielt für 23 irgendwas. Mhm. Und die sagt, ich darf 2 Ozeanplättchen platzieren. Okay. Das habe ich gemacht und habe sogar meine Pflanzen dafür bekommen. Das Spiel habe ich nie angeflunkert. Und wo hast du die jetzt gesetzt? In der Mitte. Wahrscheinlich siehst du das gleich, wenn ich jetzt irgendwie auf Fertig klicke. Ah, okay. Wieso habe ich jetzt Geld abgezogen bekommen? Wieso habe ich denn jetzt kein Geld? Oder, ah nein, das ist deins. Okay. Okay, ich sehe dein Geld quasi. Du siehst jetzt meinen Spielzug gerade. Okay. Ich sehe bei dir im Stream das, was ich gerade vor 20 Sekunden gemacht habe. Ich dachte gerade, warum kriege ich Geld abgezogen? So, ich bin jetzt dran. Ich kann hier noch nichts machen. Ich muss jetzt eine Karte holen, ne, die ich ausspielen kann. So, und ich kann jetzt quasi nur diese 4 hier auswählen. Weil ich wahrscheinlich für die anderen hier irgendwelche Bedingungen brauche, die ich jetzt noch nicht habe. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das hier.
spielen die Karte, die uns was kostet. Ich bekomme was dazu. Wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Ich konnte jetzt von dir quasi Pflanzen klauen. Alle? Na gut, das werde ich gleich sehen, wenn du fertig bist, ne? Genau. So, ich mache jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, auf welche Sachen ich gehen möchte. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt mal meine Produktion hier erstartet, gestartet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas, was ich da gemacht habe, ob das intelligent war. Ich habe jetzt einfach mal Karten rausgehauen. 8 Pflanzenressourcen in einem... 8 Stück. Okay, habe ich nicht mehr. Danke, Keks. Bitte. Hast du jetzt Geld wieder dazu bekommen? Nein. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich gar nichts machen. Du siehst jetzt gerade noch meins, ne? Meine 3 Millionen, die ich noch habe. Ja, mein Problem ist halt eben, dass ich nicht spielen kann gerade. Ja, ich hatte auch nur noch die eine Karte. Okay, da muss ich nämlich passen. Ich habe jetzt die erste Generation irgendwie abgeschlossen damit. Und drück jetzt auch einfach mal auf passen. Also wenn man auf die Dinger drauf geht, kriegt man das auch ein bisschen erklärt. Boah, ich habe eigentlich... Ah doch, jetzt da ist wieder Geld. Mhm. Okay. Jetzt sind wir in Generation 2. Jawohl, sehe ich auch. Okay. Mhm. Die wäre nicht verkehrt. Mhm. Kaufe bis zu 4 Karten. Okay, weil dann würde ich nämlich hingehen, würde die kaufen. Und würde die hier kaufen. Kaufe jetzt auch 2 Karten. Mhm. Ich bin auch fertig. Möchtest du die wirklich kaufen? Ja. Das verunsichert einen so extrem. Möchtest du sie auch wirklich kaufen? Ich setz mich jetzt einfach mal neben dich. Du hast 20 Mille ausgegeben. Läuft bei dir. Ja. So, alles wieder weg. Ich jetzt habe nichts mehr. 8. Okay. Möchtest du 8 Pflanzen zu einer Grünfläche wandeln? Ja. Aber kannst du das jetzt schon machen? Da. Piu. Geil. Ich habe Land erschaffen. Ich fühle mich wie Moses. Der Sauerstoffgehalt, die Temperatur. Okay. Und die Ozeane. Das sind die 3 Sachen, die wir gemeinsam erfüllen müssen. Okay, ich glaube, du bekommst mehr Geld als ich, aber hast sonst noch keine Produktion angefangen. Das ist irgendwie böse und rot, das will ich nicht. Ah, wir haben hier noch irgendwelche Aktionen. Okay. Und das ganze Geld schon wieder weg. Und pleite, genau. So, was spielen wir denn jetzt? Man kann jetzt richtig schön nah reinzoomen. Keine Ahnung warum, aber es geht. Wenn es sich beruhigt, ich habe gar nichts mehr. Ich bin komplett pleite. Aber du hast diese 24 Mille hast du auch bekommen, oder? Ja. Die wir jetzt ja als Starter jedes Mal bekommen. Wir werden subventioniert, so sieht's aus. Müssen aufpassen, dass wir keine Sanktionen bekommen. Ich kann jetzt meine Wärmeressourcen umwandeln. Ich kann mir jetzt aber auch hier ein Plättchen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal hier unten hin. Weil dadurch habe ich meine Titanen, habe ich Titan bekommen. Ich möchte jetzt aber, glaube ich, das hier ausspielen. Oh, jetzt habe ich 2 Siegpunkte bekommen. Ich weiß noch nicht ganz, warum. Oh, du hast eine Stadt gebaut. Mhm. Am Wasser. Stark. Horrende Mieten verlangen. Für dich vielleicht nochmal oben Meilensteine und Auszeichnungen. Sieht irgendwie auch ganz spannend aus. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an die längste Handelsstraße oder die größte Rittermacht. Ja, das kann natürlich sein. Überlegt man, ob man das ausspielt. Oh. Nee, ich habe einen Siegpunkt verloren. Warum? Also ich persönlich klicke einfach willkürlich. Ich kann mit den einzelnen Produktionen noch nicht so viel anfangen. Aber ich habe schon ganz gut die Produktionen da stehen. Ich glaube, das ist wichtig. Was baust du denn da alles schon? Du musst die Karten so hergeben. Irgendeine Auszeichnung? Ah, du hast eine Auszeichnung genau. Bekommen. Ich habe eine Auszeichnung benutzt. Ja. Das Geld ist halt eben wahnsinnig schnell weg, ne? Also damit sollte man vielleicht gucken, dass man... Ja irgendwie 18 Minuten oder so eine Karte manchmal. Okay, okay, ich komme langsam rein. Wirklich. Eine Karte, die will ich unbedingt ausspielen. Die andere könnte ich da oben spielen. Oh, das macht Sinn. Okay. Jetzt habe ich 7 Siegpunkte. Jetzt überholt ihr mich hier am Ende noch. Wahnsinn. Okay, mehr kann ich jetzt nicht machen. Ein Ozeanplätzchen. Ja, das ist cool. Solche Karten fehlen mir momentan. Ja. Und die Temperatur ist wieder runtergegangen. Ja, nee. Doch, die war schon bei -2. Also echt? Irgendeine Karte hat an der Welttemperatur gezählt. Oh. Oh. Okay, okay, cool. Hm? Ich habe dadurch, dass die Temperatur hochgegangen ist, einen weiteren Ozean freigeschaltet. Oh cool, und das ist dann schon der letzte oder der genau. Zehnte? Da sind wir ja fertig mit dem Ziel, oder? Mit dem einen Ziel sind wir fertig.
Ich glaube, das war nur so ein Zusatzding. Das muss aber komplett gefüllt sein, glaube ich. Okay. Ich glaube, du ziehst mich hier voll ab. Glaube ich auch, ohne dass ich das weiß. Ja. Das sieht der Mars nicht hübsch aus? So auf Dauer. Weil ich das Wasserding hier in der Mitte irgendwie komisch finde. Und so einen langgezogenen... Ja, ich weiß nicht, hier oben sieht es irgendwie cool aus, das Dreier-Ding, aber hier unten sieht es einfach absolut random und irgendwie schlecht performt. Keine Ahnung, ganz komisch. So, ich habe fast kein Geld mehr, aber ich kann die Temperatur anheben. Ah ja, auf. Was das Ganze voll machen sollte. Jetzt bin ich wieder dran. Ach so, nee, wir sind in der nächsten Gen. Okay. Ja, wir kriegen alle neues Geld und so weiter. Jetzt bist du wieder dran. Was müssen wir denn noch tun? Was fehlt denn noch? Okay, also anscheinend sind die globalen Ziele jetzt zwar erfüllt, wir werden mir auch... Warte. Du kannst Pflanzen in bis zu einer Grünfläche umwandeln. Achso, du bist dran. Ah, du darfst jetzt wahrscheinlich deine ganzen Restsachen noch verpulvern oder so. Jetzt bist du dran. Ding! Okay, ja? Ding! Oha! Ach, krass! Meilensteine? Ja, da hast du halt eben übelst vorgelegt, ne? Das war knapp. Das war Siegpunkte. Boah, weißt du? Hauaha. Terraforming warst du um einiges krasser als ich. Okay. Ich habe aber diese ganzen Auszeichnungen schneller. Ja, die Auszeichnungen da, ne? Die haben die ja... Ne, genau, Terraforming war ich ordentlich. 10-mal mehr. Aber Auszeichnung hast du halt eben mit 15 und Meilensteine nochmal mit 5 mehr. Mhm. Das hat's halt eben. Ansonsten waren wir relativ nah beieinander, ne? Du hast halt eben nachher gute Karten gehabt für die Siegpunkte auch. Jetzt so das die stimmt, letzte Runde, Schluss. Das war richtig derbe, ne? Ja, da hat der liebe Q mich ganz schön abgezogen. Am Anfang sah es noch sehr, sehr gut für mich aus, aber gegen Ende hat er ordentlich draufgelegt. Man muss jetzt dazu sagen, wir hatten am Anfang wahnsinnig, wahnsinnig viele Probleme. Wir haben uns auch so ein kleines bisschen zu blöd drangestellt, fürchte ich. Wir wussten halt eben nichts von diesem Spiel. Wir wussten nicht die Rundenstrukturen, wir wussten nicht, was die Ziele sind. Wir wussten gar nicht so richtig, was unsere Karten überhaupt auslösen können. So mit der Zeit hat man ungefähr dann auch ein Gefühl dafür bekommen, was denn sinnvoll ist, was man mit den jeweiligen Ressourcen anfangen kann. Und ich glaube, gegen Ende haben wir es ganz gut verstanden. Da wir beide schon ein paar Area Control Aufbauspiele gespielt haben, muss man jetzt dazu sagen, dass man sich auch relativ schnell reindenken konnte. Ich glaube, für Leute, die so in der Art noch nie was gespielt haben und sehr, sehr neu in der ganzen Brettspielszenerie sind, die sollten sich definitiv vorher die Regeln angucken. Aber per se kann ich es nicht empfehlen, komplett blind da reinzugehen, weil am Anfang ist es echt unglaublich schwierig. Was ich aber an solchen digitalen Versionen mag, ist, dass man nicht die Regeln komplett studiert haben muss. Also ich muss jetzt nicht in jedem einzelnen Fall wissen, zu 100%, wie die Karten reagieren, was passieren kann, was überhaupt machbar ist, weil wir einfach einen PC da stehen haben mit allen möglichen Regeln und im Zweifelsfall können wir den Zug halt eben nicht ausführen, weil es nicht regelkonform ist. Man kann die Regeln also einfach ein bisschen überfliegen, ungefähr wissen, worum es geht, was man machen kann, was vielleicht sinnvoll ist und dann kann man schon direkt in eine Runde starten. Ich wollte das Ganze einfach mal ausprobieren, weil ich mich an dem Regelwerk von Arche Nova zum Beispiel sehr, sehr schwer getan habe, weil es doch sehr komplex ist und mir hätte vielleicht so eine Online-Runde weitergeholfen. Einfach mal, dass man spielen kann, sich das ein bisschen angucken kann und so vielleicht die Regeln auch noch ein bisschen besser verinnerlichen kann, weil man nicht alle 5 Minuten irgendwie in das Regelwerk reingucken muss, weil man nicht gerade weiß, was passiert. Wir haben durch diese blinde Runde auf jeden Fall so grob verstanden, wie Terraforming Mars funktioniert und wir freuen uns schon auf die nächste Runde. Das Spiel kostet mittlerweile auf Epic 20 Euro und ist meiner Meinung nach eine super Alternative zum Brettspiel, was so zwischen 50 und 70 Euro kostet. Hier muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich bin so ein Freund von einer Mischung zwischen analog und digital. Ich habe einige Spiele, die ich nur digital spiele, weil man einfach vor Ort nicht die Leute da hat oder wir zu Hause auch nur zu zweit sind. Also spiele ich sehr gerne auch mal digital ein paar Runden Siedler von Catan oder Risiko. Uns hat der Testlauf auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht und wenn du beim nächsten Mal auch bei sowas dabei sein möchtest, check gerne mal die Videobeschreibung, da habe ich euch meinen Link zum Twitch-Kanal gelassen. Und natürlich auch zu allen anderen Kanälen, falls ihr die mal auschecken wollt. Wenn euch so ein Format Spaß gemacht hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss!